Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 157. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch dieses Video wieder anguckt und uns begleitet und uns zuhört, was wir euch alles zu berichten haben. Ja. So, nämlich als allererstes möchte ich unbedingt noch mal darauf hinweisen, dass wir hier am Lahnwanderweg stehen. Da hatten wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen und ich habe euch gesagt, dass es da gerade so einen Wettbewerb gibt und der Lahnwanderweg auch nominiert ist als einer von Deutschlands schönsten Wanderwegen und tatsächlich kann man da noch abstimmen bis zum 21.06. Ich verlinke das also noch mal unten in der Infobox und wenn ihr daran teilnehmen möchtet, könnt ihr auch was gewinnen. Ihr müsst auch nicht zwangsläufig für den Lahnwanderweg abstimmen, weil es gibt noch viele andere und vielleicht gefällt euch einfach noch ein anderer Weg viel besser, das kann sein. Aber das wollte ich nur noch sagen. Dann würde ich sagen, laufen wir auf dem Lahn-Wanderweg einfach wieder Richtung Heimat. Achso, ich dachte Richtung Lahn. Kommt aufs Gleiche raus, weil sie ist hier gerade ein bisschen weg. Also, liebe Freunde, wir sind wieder zu Hause und unten an der Lahn war es so windig, dass wir euch nicht weiter was erzählen konnten. Wobei mir einfällt, die Barbara hatte letzte Woche in den Kommentaren gefragt, was wir hier für einen Windschutz auf dem Clarence drauf haben. Und ich habe schon geschrieben und habe diesen Kommentar beantwortet, dass wir einfach ein Stück Fell von einem alten Stofftier abgeschnitten haben und das mit doppelseitigem Klebeband angeklebt haben. Und deshalb sieht die Kamera jetzt aus wie ein Löwe und so kommt der Name Clarence zustande. Wir können gleich nochmal, während ich das hier erzähle, einblenden, wie der Clarence jetzt aussieht und das ist alles. Also da gibt es, ich weiß gar nicht, gibt gar keinen Windschutz oder es war komisch mit Windschutz oder wie auch immer. Nein, es gibt keinen. Nee, es war ein Objektivschutz, den wir da mal drauf hatten. Das war auch blöd. Jo. Ja, gut. Also Barbara, das ist also der Dings hier, einfach ein altes Stofftier und zapp, zapp, fertig. Sieht ein bisschen gebraucht aus schon, wie ich finde. Ja. Ist schon ein alter Bär jetzt. Ja, so, oder wir erneuern den Windschutz mal. Könnte man mal machen, ne? Was ich euch eigentlich aber erzählen wollte, weil auch ganz viele von euch danach gefragt haben, was aus meinem Sockenstrickprojekt geworden ist, die sind fertig. Also, ich habe noch nie vorher Socken gestrickt und kann an dieser Stelle allen Mut machen, die es auch noch nie gemacht haben und sich denken, das ist bestimmt ganz schön schwierig. Ist es nicht. Ich musste nicht einmal wieder aufribbeln und nichts. Es hat alles gut geklappt. Lustigerweise gibt es ja YouTube-Videos für alles. Es ist immer für uns so, dass wir... Ich muss mal sagen, dass wir den Luxus haben, wenn wir Probleme haben, dann können wir euch das fragen und dann wird uns geholfen. Wir müssen wirklich ganz wenig so nach Videos gucken. Wir sind halt mehr die Macher und gucken nicht so viel. Das ist irgendwie ganz, ist halt verkehrt rum bei uns. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Ja, aber wenn es um Sockenstricken geht, kann ich euch sagen, es gibt super Videos dazu, die genau zeigen an problematischen Stellen, wie es richtig geht. Und da haben wir auch welche sehr gut bei geholfen. Außerdem habe ich bei Aldi so ein Buch gekauft, wo so Schritt-für-Schritt-Anleitungen drin sind. Und damit hat es geklappt. Schaut mal hier. Also ich muss mich ein bisschen umdrehen und muss es selber machen, weil der Toni hat keine Hose an. So, und deshalb ist es komisch, wenn ihr dann... Naja, also schaut. So, das sind die Socken. Fertig. Also fürs erste Paar... Ganz gut. So, jetzt können wir uns wieder umdrehen. Warum hast du eigentlich keine Hose an? Ja, weil ich gedacht habe, wir drehen heute nichts mehr. Ich stripp mich mal aus und bin ja jetzt zu Hause gemütlich. Wir haben ja die Location gewechselt, Freunde, weil hier haben wir noch nie gesessen, weil dieses Zimmer ist ja jetzt neu. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, dass wir euch erzählt haben am Jahresanfang, dass wir umgeräumt haben, weil ja der Kartenleser ausgezogen ist. Und das hier ist unser altes Schlafzimmer und hier steht jetzt praktisch die Gästecouch drin. Und hier ist es auch total schön. Hier ist auch mein Yogazimmer. Ich habe aus gesundheitlichen Gründen mit Yoga angefangen, kann ich auch jedem empfehlen. Da? Das ist noch so ein Ding, wo ich YouTube für mich entdeckt habe, so zum Video gucken. Also eigentlich ist es total witzig mit YouTube, ja, das muss ich mal sagen. YouTube ist ja nicht so verkehrt. Ist nicht schlecht. Wir haben eine Zuschrift im Gästebuch bekommen. Da müssen wir noch ganz kurz dazu sagen, wer ins Gästebuch schreibt und dann nicht seine E-Mail-Adresse hinterlässt, dem können wir nicht antworten, weil wir nicht sehen, wer das geschrieben hat. So. Ja? Das wussten die beiden aber, weil ja, die haben explizit ja geschrieben, bitte einen Tipp in der Show. Richtig. Also, das sind Showgucker. Das sind Showgucker, aber ich wollte es nur noch mal sagen, ja, weil dass da nichts verloren geht. Das steht aber auch oben drüber. Ach, da muss ich aber überhaupt noch was erzählen. Das steht im Gästebuch aber auch oben drüber und da ist auch ein Link, da steht Mail, da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Wo ich jetzt noch kurz erzählen muss, dass wir diese Woche zwei- oder dreimal den Fall hatten, dass wir E-Mails bekommen haben von einer Outlook-Adresse jeweils und wir dann darauf geantwortet haben und das funktionierte nicht. Die Antwort kam nicht an, war nicht zustellbar. Also wenn ihr uns diese Woche geschrieben habt, habt eine Outlook-Adresse und habt nichts von uns gehört, dann liegt es da dran. Und dann müsst ihr euch eventuell nochmal über eine andere E-Mail-Adresse schreiben, weil die sind nicht so, dass man darauf antworten kann. Sowas gibt's, glaube ich. Ja, dieses Problem hatten wir schon mal.
Ja, ich erinnere mich. Schon ein paar Monate her. Ja. Hatten wir schon mal. Und was aber jetzt für ein Problem aufgetreten ist, dass E-Mails von einem Gmail, also von einem Google-Konto, nicht auf T-Online-Server geschickt werden konnten, weil es da wohl irgendwelche Massenspam-Verschickungen gegeben hat und T-Online-Server haben gesagt, nö, von dem nehmen wir einfach nichts mehr an. Und es hat teilweise ewig gedauert, bis die E-Mails bei uns angekommen sind. Also im gesamten, ich sag mal, weltweiten E-Mail-Verkehr kommt es teilweise zu Störungen und das liegt da nicht an uns, wenn wir uns nicht melden, sondern da können wir einfach nichts für. Ja, wobei aber die Gmail-Adressen haben alle eine Fehlermeldung bekommen, dass es nicht zugestellt werden kann. Das war dann der andere Fall. Genau. Also verkehrt rum. Ja, verkehrt rum, ja. Ja. Also, aber Gmail funktioniert jetzt wieder. Nur wie gesagt, ja, genau, die ja, drei, ja, die uns diese Woche mit Outlook geschrieben haben, die haben keine Antwort gekriegt, weil, wie gesagt, das ging nicht. Kommen wir mal zu Annette und... Annette und Waldo waren eigentlich das Thema. Richtig, die haben gefragt, ob jetzt eine Alarmanlage von Titronic oder diese Fenstersicherheits-Edelstahl-Verschlüsse, was wir davon halten. Ja? Also wer uns schon lange guckt, der weiß, dass wir diese Edelstahl-Fenstersicherheitsbeschläge ja dran hatten an Günther. Das wussten die beiden auch. Ja, und es wurde ja trotzdem eingebrochen. Ja, und da hatte ich auch damals noch Kontakt mit denen, mit WOMO-Sicherheit und hin und her. Und die sagten also ja und das und hü und hot und die sind am Verbessern und so weiter und so fort. Was jetzt aus diesen Verbesserungen geworden ist, weiß ich nicht. Wir haben ja die Titronic und sind zufrieden damit, bis auf den Fehlalarm damals durch dieses chinesische Funkthermometer. Hat bei uns ja bis jetzt alles geklappt. Im Gegensatz zu Ursi und Helle, wie wir erfahren haben, bei denen gab es auch Fehlalarme, die aber noch nicht lokalisiert werden konnten. Und das ist natürlich blöd, wenn du da nachts irgendwo stehst. Furchtbar. Und auf einmal geht das Ding los, ja. Und dann dreimal hintereinander. Ich schläfst gerade wieder ein, dann geht es wieder los, ja. Ja. Ja, also ich hoffe, das klärt sich doch irgendwie auf. An dieser Stelle alles Gute euch zweien mit eurer Titronic und dass da irgendwie irgendwo ein Fehler auch gefunden wird, weil eigentlich ist es relativ fehlerunanfällig, ja. Keine Ahnung, was da, wie das da ist, ja. Tja, also das zum Thema Alarmanlage. Mit WOMO-Sicherheit, wie gesagt, waren wir überhaupt nicht zufrieden, weil trotzdem eingebrochen wurde. Ich kann gerne nochmal die Folge der Leni und Toni Show unten in die Infobox setzen, indem ihr euch angucken könnt, wie genervt ich davon war. Ich habe das die Tage tatsächlich mir mal angeguckt, weil schon eine Anfrage dazu gekommen ist, weil jemand uns eine E-Mail geschrieben hat und hat danach gefragt, ob es nicht auch eine günstigere Variante gäbe, als eine Alarmanlage einzubauen, egal von Titronic oder von wem anderen, und was wir davon halten würden. Und dann habe ich mir aufgrund dieser E-Mail nochmal das Video angeguckt und habe festgestellt, dass ich richtig genervt war, ja, von den Dingern. Und was mich aber dann diese Woche nochmal so richtig geärgert hat, war, dass du damals zur Antwort bekommen hast, das muss man halt richtig zuschrauben. Genau. Und wenn ich es nicht aufschrauben kann, dann ist es praktisch mein Problem, weil ich halt eine schwache Frau bin. Ja. Da müsste ich mir halt ein Werkzeug ans Bett legen. Und das hat mich also nochmal richtig... Ja, also da kam... Also, ja, da kam, ich habe dann auch gesagt, wieso macht ihr das denn nicht so? Wieso macht das nicht so? Wieso macht das nicht so? Das wird alles nicht gehen und was ich denn wollte und hün und hot. Und also das war ein bisschen... Ja, also ich sag... Brauche ich nicht. Nee, und ich sage, mit so einer Alarmanlage schläft man einfach tatsächlich auch besser. Wenn es nicht gerade dreimal eine Nacht Fehlalarme gibt, was wirklich, das möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn du allein am Wald stehst und dann kriegst du drei Fehlalarme, ja? Oder überhaupt einen Alarm. Ja. Ja, also wir schlafen damit besser. Ich auf jeden Fall. Ja, zumal sie ja auch in der Kombination mit diesem Safe-Lock, also diese Schlüsselverschlüsselung und dem Profinder, dass man das Auto halt wiederfinden kann oder auch diese Kill-Funktion und so. Das ist halt schon umfangreicher, ist natürlich auch teurer, aber wenn es hilft, nützt ja nichts, wenn ich nur die Hälfte bezahle und es geht nicht. Dann brauchst gar nichts zu bezahlen. Brauch ich gar nichts zu bezahlen, ja. So, also. Ja, Dick, jetzt Ende aus der Maus. Ursi und Helle, viele, viele liebe Grüße an euch. Wir hoffen, es regelt sich und ihr könnt wieder ruhig schlafen. Das ist echt eine Horrorvorstellung, finde ich. Ich muss euch noch was erzählen. Ich habe ordentlich mit dem Toni geschimpft, weil er letzte Woche hier unsere leckeren Waffeln ins Bild gehalten hat und ganz viele haben geschrieben, es wäre so gemein gewesen. Die arme Rosi zum Beispiel, mit der, also da muss ich wirklich mit dir schimpfen, die hatte Nachtdienst, als sie sich das angeguckt hat und dann hältst du ihr die Waffeln unter die Nase und das war so. Ich habe wirklich mit ihr gelitten. Und vorsichtig, sie wohnt in Villmar. Hm. Ups. Hm.
Ich habe gesagt, du bringst das nächste Mal welche vorbei. Ah. Rosi, keine Ahnung. Nee, nix, keine Ahnung. Außerdem können wir ja schwimmen im Grunde genommen. So kann man auch mit Flaschen, egal. Also, das war gemein mit den Waffeln, das stimmt, habe ich ja gleich schon gesagt. Ich habe mit ihm geschimpft. Und als Ausgleich dafür bekommt ihr aber alle von uns das Waffelrezept auf unserer Internetseite. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und dann schreibe ich euch noch ein zweites Waffelrezept dazu. Das ist nämlich unser, das wir eigentlich immer machen. Und letzte Woche haben wir ja nur ein anderes ausprobiert, was auch sehr lecker war. Ja, naja, deswegen habe ich es doch mal gezeigt. Ja, ja, ich erinnere mich. Und viele andere auch. Heute möchte ich mich gerne noch an einem Quarksoufflé probieren. Ich befürchte aber, das wird nichts. Und darum mache ich gleich den warmen Apfelauflauf noch dazu. Ja, das wollte ich euch sagen. Und dann wollte ich euch noch sagen, dass ich es mega super spitze finde, dass wir alle praktisch zusammen geputzt haben diese Woche, nur mit destilliertem Wasser, und es bei euch auch so super läuft. Das finde ich großartig. Und jetzt gibt's aber dann noch was, weil 2, 3, 4 von euch haben uns nämlich geschrieben von so einem Zauberputzdings. Lappen, Zauberputzlappen. Und der wäre also überhaupt das Allerbeste und ein also was ganz Tolles, Besonderes. Und den habe ich mir jetzt bestellt. Auf den warte ich noch. Und dann, wenn der da ist, dann wird aber geputzt. Dann bin ich aber gespannt. Fensterputzen ging diese Woche eh nicht, weil es permanent nur geregnet hat. Und dann, das mache ich ja nicht. Dann wird es ja Frühjahrsputz. Ja, richtig. So, also, wenn dieser Lappen da ist, ich bin wirklich gespannt. Ihr habt so geschwärmt davon. Das muss echt ein zaubermäßiger Superlappen sein. Und ich, ja, also, auch ohne Putzmittel verwendbar, vor allem, was ich gut finde, dann kann man das destillierte Wasser und diesen Lappen miteinander kombinieren. Und also, ich bin gespannt, wenn er kommt. Nächste Woche wird er wohl dann da sein und dann berichten wir euch mehr davon. Außerdem kam von euch die Frage, ob das auch statt mit destilliertem Wasser, mit Wasser aus dem Kondenstrockner geht. Keine Ahnung. Im Prinzip ja, wenn da nicht irgendwie, Schmutzpartikel sind ja da nicht drin. Das ist ja, der kondensiert ja, um die Kühlung zu erzielen, und dabei wird ja das Wasser irgendwie, ich habe keine Ahnung. Also normalerweise müsste das schon destilliertes Wasser sein, wenn es nicht mit Flusen verunreinigt ist. Das weiß ich aber jetzt nicht genau, weil wir keinen Kondenstrockner haben und ich jetzt das Prinzip des Kondenstrockners nicht unbedingt so genau. Ich kenne nur Ablufttrockner. Pft, rausblasen, fertig. Ja, okay, das kenne ich auch. Aber wir haben eben keinen Trockner und von daher können wir euch das nicht sagen. Aber wenn ihr einen Kondenstrockner habt, dann könntet ihr das ja ausprobieren und in die Kommentare schreiben, bitte, ob es klappt, auch mit Kondenswasser aus dem Trockner, so wie mit destilliertem Wasser. Genau, da muss man das ja nicht kaufen. Da muss man das nicht kaufen. Wobei jetzt 5 Liter für 1,45 auch nicht so teuer ist. Ja, aber trotzdem, aber dann ist es wieder eine Plastikflasche. Und wenn man das ja sowieso selbst produziert quasi, ja, bevor man es weggibt, kann man es ja verwenden. So. Schlachtfeld. Wirklich, ne? Sieht schlimm aus. Sieht schlimm aus. Sieht wirklich schlimm aus. Ich denke es mir, Toni hat jetzt eben mal schön 20 Minuten telefoniert und da habe ich mir gedacht, wirklich? Ja, so lange mache ich, na gut, das hat sich ja dann gelohnt. Die 40 Minuten habe ich voll ausgenutzt, um alles in Chaos zu bauen. Jo. Egal, also er hat 40 Minuten telefoniert und da habe ich mir gedacht, worauf soll ich lange warten? Fange ich mal mit dem Quarksoufflé an, ja. Und jetzt sieht's aus wie ein Schlachtfeld. Also es könnte sein, wenn es was wird, dass wir euch heute wieder einen Leckerschmecker vor die Kamera halten. Aber vielleicht wird es auch einfach nichts. Aber bis jetzt sieht es nicht so schlecht aus. Nö, die Förmchen stehen bereit. Der Ofen ist an. Ich weiß nicht, was da jetzt so alles drin ist. So viel. So Quark wahrscheinlich. Ja, ja. Ich müsste jetzt dann mal weitermachen. Ja. Du kannst ja noch ein bisschen was erzählen. Weil ich weiß jetzt gerade mal nicht, was ich erzählen soll. Deswegen... Ich muss mich jetzt konzentrieren, sonst würde ich euch noch was zum Stichwort Flugtag sagen. Ah, Flugtag. Also wer die letzte Show gesehen hat und wer das letzte Herzstück-Video gesehen hat, der weiß, dass wir unsere Herzstücke oftmals in Kirberg auf dem Römberg beim Modellflug-Sportclub so irgendwas. Gruppe. Goldener Grund machen. Und die sind ja relativ fit, das haben wir ja schon mal gesagt. Die machen immer Events und so weiter. Und die haben am 7. und 8. August diesen Jahres den 50. Flugtag. Und wer,
wir haben es ja schon mal gesagt, die lassen immer sich irgendwas einfallen. Und ich denke mal, zu so einem Jubiläum, zum 50., sofern man sich da irgendwie treffen darf und so weiter, das steht da alles mal, aber bis dahin wird schon irgendwie alles wieder funktionieren, vor allem, weil es ja auch draußen ist, werden die sich mit Sicherheit wieder irgendwas einfallen lassen. Also wer Modellflug irgendwie eine Affinität zu hat, wer das mag, wer das liebt, der sollte sich den 7.8. vielleicht mal hinter die Ohren schreiben und auf den Römberg nach Kirberg kommen. Ja, weil wir sind ganz sicher da. Das kann ich euch an dieser Stelle schon gleich sagen. Außerdem gibt es ja immer lecker Bratwürstchen. Das ist nochmal so nebenbei. Stimmt. Wir sind tatsächlich auch schon mal nur wegen dem Bratwürstchen dahin gefahren. Ja, natürlich. So. So sehen sie aus. Ich finde ganz gut. Toni meint, das schmeckt schon mal nicht schlecht. Jetzt schieben wir sie in den Ofen und dann bitte alle Daumen drücken. Sensation, oder? Ich bin ganz stolz gerade. Gut, ich weiß noch nicht, wie es schmeckt, aber es sieht schon gut aus, glaube ich. Sag doch mal was. Willst du die nicht rausholen? Nein, ich hole die doch nicht da raus. Würdest du die jetzt da rausholen? Mhm. Nein, das würdest du nicht. Doch. Nein, nein. Das kannst du mit dem da machen. Dem da? Das essen wir doch jetzt da raus, oder? Ich weiß nicht. Guck mal. So. Wir können das ja gleich probieren und die rausholen, aber ich muss es einmal auch so gesehen haben. Ich habe noch nie Soufflé gemacht. Hast du schon mal Soufflé gemacht? In den letzten 22 Jahren nicht und davor auch nicht. Also, liebe Freunde, es tut mir leid, wir müssen euch heute schon wieder sowas vor die Nase halten. Wie es schmeckt, können wir euch das nächste Woche erzählen. Ja. Aber ich finde, es sieht schon toll aus und ihr kriegt ja als Ausgleich das Waffelrezept. Es ist heute vielleicht wieder gemein, aber vielleicht schmeckt es auch nicht. Ihr müsst immer denken, es schmeckt bestimmt einfach auch nicht. Aber es sieht toll aus und es war gar nicht schwer. Und wenn es schmeckt, dann kriegt ihr das Rezept auch noch von mir. Toll, oder? Mhm. Ich bin richtig stolz. Ja, gut. Fertig? Können wir jetzt essen gehen? Ja. Haben wir fertig gedreht? Haben wir alles erzählt? Hast du das vom Land, nee, vom Flugtag gesagt? Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt essen. Freunde, danke fürs Zuschauen. Jo, bleibt gesund, ja, und lasst euch nicht unterkriegen. Ärgert euch bitte nicht über Sachen, die man nicht ändern kann. Ich musste es mir gestern auch selber 5-mal selber vorsagen und es hat dann auch geholfen. Aber erst nachdem der Toni mir das auch nochmal gesagt hat. Ja, ist einfach. Er hat gesagt, ich müsste mir mal von uns einfach ein paar Videos angucken, vor allem die letzten 10 Sekunden. Dann würde ich mich auch nicht mehr ärgern. Habe ich gemacht, hat geholfen. Danke an euch alle. Also, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Wir sehen uns diese Woche noch mit einem Überraschungsvideo und dann nächsten Montag wieder zahlreich versammelt zur neuen Leni und Toni Show. Richtig? Was für ein Überraschungsvideo? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann ist es keine Überraschung mehr. Gut. Tschüss.